Moin Leute, was geht? Hier sind noch ein paar neue, frische Autos ins Game gekommen. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, deswegen müssen wir es jetzt so dringend mal nachholen, weil sonst ist nämlich bald schon wieder eine neue Season hier oder eine neue Serie drin. So, hier haben wir zum Beispiel einmal den Porsche, glaube ich, die Saune, Hashtag 23 917. Ihr seht schon, den habe ich gar nicht geholt, weil das war jetzt hier so die Zeit, wo ich nicht gezockt hatte. Aber ich habe den, glaube ich, gekauft. So, hier, ja genau, guck mal hier, ein paar Säue habe ich geholt. Fragt mich nicht, warum so viele. Lieber ein mehr als ein zu viel. Ein sein zu wenig. Nehmen wir mal den billigsten hier. Den muss man ja, glaube ich, monatlich, also in der monatlichen Serienherausforderungs-Moped-Dings da, muss man den ja, glaube ich, hier mit dem so eine schöne Runde fahren, ne? Und da ist mir aufgefallen, ey, Digga, warte mal, den gab's, glaube ich, noch nicht vorher. Jetzt gibt's ihn auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht woher, aber ich glaube, ich kenne den irgendwie aus Gran Turismo, Digga, kann das sein? War da schon mal in Gran Turismo früher drin? Keine Ahnung. Ist halt einfach ein mega lustiges Auto, ne? Ihr seht das ja hier. Es ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Ich kenne die Story nicht zu dem Wagen, aber ist schon irgendwie, ja, hier vorne ist, oder ist das? Rüssel? Ja, hier vorne ist der Rüssel. Alles schön eingeteilt hier, ne? Wamme, Schinken, Schwanz, da sind die Haxen. Da gibt es die Ohrlappen. Hier ist Kotelett. Ne? Also wer noch nicht wusste, wo die ganzen Sachen aus dem Schwein rausgeschnitten werden, jetzt wisst ihr Bescheid. Da oben ist Hirn. Ja, das ist aber keiner, ne? Da ist noch Hals. Was haben wir noch hier? Lende. Und hinten ist noch was hier. Rückenspeck, Rippe. Es ist schon ein bisschen... Ja. Ja, wie gesagt, kenne die Story nicht dazu, Digga. Keine Ahnung. Kann man hier irgendwas öffnen? Wir können ja mal einfach alles aufmachen. Gucken wir mal, was passiert hier. Ah, gehen nur die Türen. Ah, guck mal, wie geil die auch aufgehen, ne? Digga, guck mal. So, erstmal 2 Meter... Hier muss auch erstmal reinkommen, ne? 2 Meter Einstieg hier. Also da brauchst du schon mal ein langes Bein, sonst kommst du gar nicht da rein. Was für ein Rhyme. Und jetzt bin ich hier auf dem Beifahrer oder was? Hä? Ja, wie? Was ist denn das, ey? Ich wollte selber hier fahren, hallo. Sieht auch so ein bisschen rechtslenkermäßig aus, obwohl ich erst dachte, das ist ein einsitziger Mittellenker. Also doch, hier ist die Fahrerseite dann, ne? Ah, ja, okay. Sehr merkwürdig. Ja, falls jemand weiß, warum das so gemacht ist, das Auto, Digga. Die damit irgendwas sagen wollten. So veganermäßig, keine Ahnung. Können wir mal erstmal in die Automeisterung reingucken hier. Ach, die schon. Ach so, ja, ich habe das ja auch gebraucht gekauft. Okay, also hat sich schon mal jemand die 25 Credits gesneakt. 8000 EP. Ein Wheelspin und ein Super Wheelspin gibt es sogar. Geil. Und natürlich nochmal 10 Forsaton. Ja, okay, ist ja alles schon ausgefüllt hier. So, kann man da noch was machen? Optisch auf jeden Fall nicht. Was willst du da auch machen, ne? Motor, was hat der hier drin? Ein 5 Liter Motor. Wahrscheinlich ein V8er, ne? Obwohl, es könnte auch ein V12 sein, ne? Ja, da kann man jetzt viel Rätsel raten. 5 Liter, kann V8 sein, V12 könnte auch sein. Schwer rauszuhören, weil das so ein Racing-Moped ist. Ist das schon ein Turbolader? Nee, oder? Nee, Twin-Turbo können wir beeilen. Boah, es gibt nochmal 400 PS. Alter, und guck mal, die Stufe, ne? Der ist jetzt Standard bei 849 und wir kriegen den mit 400 PS. Kommt der nur ein paar Stufen höher, Alter. Das ist ja übelst krank. Aber wahrscheinlich wird das wieder unfahrbar, ne? Also bei der Herausforderung, wo man den Wagen fahren musste, Digga, das war schon ein Krampf, ey. So, hat er schon Slicks drauf hier? Nee. Hä? Lol. Sportreifen bringt schon mehr Haftung? Digga, von wann ist das Ding nochmal? 1971. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid, ey. Also da erstmal vernünftige Reifen drauf. Deswegen war das wahrscheinlich auch so ein Krampf, ne? Weißt du, wenn schon die Sportreifen besser sind, Digga, dann... Ja, hier, komm, Slicks. Zack, zack. So, Rennwagen hier. Ob ich sie breiter machen hier noch die Latschen? Tack, tack. Okay, okay. Ah ja, gut, man kann es ein bisschen erkennen. Der hat hinten 380er drauf. Ich glaube, das wird offiziell das Auto mit dem breitesten Reifen jetzt hier. 95er, 405er, 415er. Junge, stell dir mal einen 415er Reifen vor, Digga. Das ist größer als der Cam-Ausschnitt hier. Nehme ich mit. Felgengröße kann jetzt bei mir einfach, also kann so bleiben, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber das muss mal weiter raus hier, ne? Ja, das könnte aber noch viel weiter raus. Es wird gleich dunkel, wir müssen uns beeilen, Alter. Hier auch volle Pulle auf jeden Fall. Ah, ist die Frage, machen wir daraus ein S1 900 Auto? Oder willst du wirklich auf S2 gehen, weil in S2 gibt es so viele kranke Autos? Guck mal, ach, wir sind ja jetzt schon bei S1. Lul. Reifen geändert, sind schon bei S1. Warte mal, ich kaufe mal. Dann nur mal kurz gucken, was so gehen würde. Theoretisch könnte man ja, was kann man überhaupt für einen Motor einbauen? Gar nicht gesehen.
Können noch einen Racing V12 nehmen. Ich will den Standardmotor drin lassen, ne? Wir bauen jetzt mal die Turbos ein hier. Boah, ey, bei dem müsste ich. Eigentlich würde ich da echt auf Allrad gehen wollen, ne? Aber lass wir auch mal so. Einmal kurz alles reinknattern hier. Warte. 10 PS durch den Hubraum nur, oder? Boah, ey, wenig, Alter. So, das wird noch was bringen hier. 140. Bring auch noch mal ein bisschen was. Guck mal, da bist du bei 931 von der Stufe, ne? Das ist halt ein Witz. Kannst du hier noch was machen? Nee. Das ist halt echt ein Witz. Getriebe wird sich bestimmt noch lohnen. Aber hallo, ey. Da bist du bei 52. Ja, das hat ja keinen Sinn hier. Ja, bist du bei... Es macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, was mache ich jetzt damit? Okay, wir können ja mal theoretisch mal gucken, was passiert, wenn wir den Motor ändern würden. Oder Allrad eventuell. Oh ja, guck mal, Allrad bringt jetzt schon mal Rennen. So, ja, bist du trotzdem bei 87. Reicht also auch nicht. Okay, Motor mal wechseln. Den laden wir jetzt auch noch auf. Okay, ist das ein Kuddelmuddel jetzt. Und wir sind bei 85. Ja, der Motor sich aber mal nicht gelohnt, ne? Perfektes Beispiel, Digga. Es lohnt sich auch nicht immer, einen Motor zu wechseln, ne? Bei den meisten Autos schon. Aber es gibt auch Motoren, da lohnt es sich einfach gar nicht, den reinzumachen, ne? Guck mal hier, von der Leistung sind wir jetzt bei 1200 PS, aber Stufe ist 985. Nehmen wir mal den anderen Motor wieder, den Standard, und bauen den mal wieder auf. So, ja, Standardmotor ist besser. Vom Gewicht jetzt nicht so großer Unterschied, aber wir haben 20 PS mehr, Stufe ist höher. Aber es macht gar keinen Sinn, Digga. Das ist ein Auto, Alter, das kannst du bei S1 fahren, aber alles andere ist auch Dünnschiss hier. Lass mir das so, scheiße. Guck mal, 15,8. Jo, nochmal 4 cm, Alter, leg mich fett. Headset halt mal leiser machen hier, ey. Aber das ist auch interessant, ne? Warte mal. Wie geil das aussieht, ne? Ah, scheiße. Guck mal. Lol. Alter, ey, das ist aber. Das wird richtig laut jetzt hier, ey. Du siehst rechts und links fast nichts wegen diesem fetten Seitengotflügel. Gibt es noch andere Gotflügel außer an der Seite? Nee, oder? Wo ist die Schaltung, Alter? Rechts? Ja. Ich hoffe, dass er sich gut fährt. Ne? Das ist halt übelst ein altes Auto. Da kann man jetzt echt nichts erwarten. Aber mal gucken, ne? Junge, der dreht, Alter. Leck mich am Arsch. Also, haben wir die Bremse eingebaut? Nee, ne? Wir haben keine Bremse eingebaut und das Ding geht schon richtig in Anker, ne? Ich fand den auch bei dem Test, bei der Herausforderung da, fand ich den jetzt nicht so schlecht. Man hat halt gemerkt, dass das ein altes Auto ist, ne, und halt alte Reifen drauf hat. Vielleicht fährt es sich ja jetzt ganz gut. Alter! Ja, ja. Ey, wir fahren ohne Traktion, ne? Kommt echt so ein bisschen Gran Turismo-Feeling auf, ne? Lass mal kurz gucken. Es war da, glaube ich, noch hier ein blaues neues Rennen, ne? Irgendwo war ein blaues neues... Oh, ist aber nicht in der Stadt, oder? Haben wir noch ein anderes hier im Angebot? Gar nichts. Nichts. Ach, als ob. Gar nichts. Ah ja, dann komm. Dann fahren wir das mal. Boah, sieht ja geil aus, ey. Nur so Oldschooler hier. Das gefällt mir. Lol, da ist einer Zocker Xbox. Oh, moin. Lol, richtiges Oldschool-Rennen jetzt hier. Das ist ja gut. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf die Teststrecke gehen sollen damit. Es ist halt ein Auto, Digga. Das kannst du nicht mit so modernem Zeug vergleichen, würde ich sagen, ne?
Klar kann man jetzt hier neue Reifen draufziehen, bessere und Getriebe und hast du nicht gesehen. Aber das wird nicht mithalten können mit anderen Klamotten, ne? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das jetzt nochmal auf der Teststrecke zu fahren, das Ding hier. Also für S2 macht das ja schon mal überhaupt keinen Sinn, gar nicht. Weil du kommst ja nicht mal annähernd, also ja schon, aber es fehlt halt noch ein bisschen was, um ans Ende von S2 zu kommen. Und da, also allein schon nur, wenn du es mit einem Senna vergleichst, dann ist das Ding schon raus, ne? So, jetzt haben wir S1 900. Ist okay, ne? Man kann das fahren, wenn man jetzt Bock hat, so eine alte Karre mal zu fahren hier. Mal das hier auch hier historisch ein geiles Fahrzeug ist, aber richtig sinnvoll ist halt jetzt nicht, ne? Naja, ist schon schwierig. Schade, ne? Wenn er wenigstens so auf, wirklich so ans Ende von S2 tunbar wäre, dann wäre das ja geil. Oh, die fahren mir aber auch komplett weg da vorne, ne? Ich meine, ich fahre jetzt gerade nicht berauschend gut hier, aber... Ah, ich habe auch immer noch die Schwierigkeit auch sehr erfahren, stimmt, ja. Ich würde das ja mal gerne in der Ego versuchen, ne? Kommen wir mal so ein bisschen hier. Boah, da merkt man das Heck aber noch viel mehr, ey. Also irgendwie sind die da vorne besser dran mit dem Auto. Aber ich bin doch nur die ganze Zeit um Gegenlenken hier, ey. Das fällt einem jetzt hier drin noch viel mehr auf. Wollen wir ein bisschen ran noch hier. Ah! Hau ab! Ferrari gewesen? Jo. Ah, ja. Ich muss so eine Runde überleben. Ich traue mich nicht so richtig zu bremsen, weil ich habe das Gefühl, dann rutscht er mir komplett weg. Traktion ist jetzt wieder ein, ne? Ganz normal, wie immer im Rennen. Schon geil, mal Ego zu fahren, ne? Junge, du musst jetzt, also das muss man jetzt nochmal ansprechen, ne? Also wir haben jetzt mal keine Slicks drauf. Aber Semi-Slicks, ne? Oder haben wir die Slicks draufgelassen? Doch. Ne, doch. Oder? Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Das war so Kurdemuddel. Auf jeden Fall haben wir hinten 415er Reifen drauf. Und das entweder auf einem Slick oder einem Semi-Slick. Und das Ding rutscht trotzdem weg, ne? Also das ist aber absolut unreal, ey. 415er Treckerreifen da drauf. Und er rutscht dir trotzdem noch ein bisschen weg. Normalerweise müsste er kleben, Alter, wie Uhu auf der Straße. Boah, wieder raus hier. Ich bin schlechter drin, ne? Boah, ey, guck mal. Was der eine Rauchwolke da hinzimmert, ey. Ja, cooles Auto auf jeden Fall. Finde ich nice, dass sie sowas auch reinmachen. Aber es sind, glaube ich, jetzt ziemlich viele neue Porsche, ne? Es gibt ja noch einen neuen. Und nächste Woche, beziehungsweise jetzt am 12., also heute bei mir, kommt noch ein neuer Porsche rein. Ich fände das irgendwie geiler, wenn die so ein bisschen mischen würden und nicht nur, ja, okay, komplette Porsche-Serie, jetzt nur alles neue Porsche. Und dann nächste Mal alles, oder wir hatten das schon mal, alles Ferrari und bla bla bla. Ich fände das geiler, wenn es gemixt ist, ne? Weil irgendwann hängt dir das auch zum Hals raus, wenn du nur noch Porsche siehst oder nur noch Ferrari oder nur noch das. Ja, stelle ich mir in die Garage und dann war es halt auch damit. Aber ansonsten, nices Fahrzeug, ne? Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe hier einen Mückenstich. Kannst du dir nicht ausdenken. Wo kommt das her, Alter? Aber was für ein dicken Junge. Ein richtiger Mount Everest. Egal, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Socker. Ciao, ciao. Yeah.